Warte mal. Welches habe ich denn jetzt weggemacht? Warte mal, hä? Das ist doch blau. Nee. Ah! Schwupp! Direkt wieder alles durcheinander gemacht. Moment, so. Das hier war der hier unten. Der da. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch richtig ist, aber gut, wir probieren es einfach mal. Du kommst hier oben hin. Dann haben wir dich. Du bist rot. Rot ist da. Und schwarz. Rot ist da. Bleib da. Und dann haben wir noch schwarz. Und schwarz geht mal nach da. Tada! Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich leicht eingestellt habe. Deswegen. Oh. Der Todgeweihte kommt. Good work, Johnny. Now keep your eyes on the hypnosis machine. Mhm. Okay. It's not my fault if something goes wrong. Mhm. So wie mit den Belegen und Schlüsseln. Es wird geladen. Oh. Oh. Was zum Teufel? Er slidet wie Michael Jackson. Aufgabe: finde die Uhr und beschleunige die Zeit. Mhm. Dann gehen wir doch mal nach hier. You're too early. Johnny, wait. Was? Wer ist es? Hä? Huh? Wait? What does that mean? And why are you in my head? You'll never meet your darling if you don't speed up time. Mhm. Verwirrend. The clock seems to be broken. Okay, das ist also die Uhr. Right. You should repair it. Erst muss ich die Maschine reparieren, dann muss ich jetzt das reparieren. Was ist denn hier los? Ist hier nicht mal irgendwas ganz? Ja, eine unglaublich beruhigende Aussage. So, okay. Wir suchen wieder was, nämlich ein Flugzeug. Ein Steuerrad. Hm. Wahrscheinlich auch diese Zahlen hier. Pinsel. Pistole, Schraubenmutter. Die Pistole ist da. Hm. Das nervt ein bisschen hier, dieses Geblinke. Das haben wir auch. Steuerrad und Pinsel. Steuerrad und Pinsel. Da. Hoffentlich machen nicht Leute diese Art der Hypnose nach. Ich hoffe das auch. So, Knopf, Reißzwecke. Oh, nervige Musik. Bär, den habe ich gesehen schon. Die Kirsche habe ich gerade auch irgendwo gesehen und wieder aus dem Augenlicht verloren. Hufeisen, das hängt hier. Ich weiß nicht, was das ist. Nichts, was wir gerade brauchen anscheinend. Da sind die Kirschen. So, Knopf und Reißzwecke. Da ist die Reißzwecke. Oh, Knopf. Wie sieht denn hier ein Knopf aus? Hm. Knopf, Knopf, Knopf. Boah, da ist man ja bei selbst mit in Hypnose hier. Habe ich richtig gelesen, dass es 13 Zahlen gibt? Ja. Ah, ja, wenn ich jetzt noch den Knopf finden würde, wäre alles gut, aber irgendwie finde ich den nicht. Ah, ich gehe mal näher wieder an den PC. Warte. So. Hm. Vielleicht ist Knopf auch wieder was anderes. Was könnte denn Knopf noch sein? Hm. Gym-Knopf und die wilde 13. Tja, ich, was. Hm. Knopf und Kopf könnte ich mir jetzt noch vorstellen als Übersetzungsfehler. Oh, guck mal, da ist noch die 2 versteckt. Was? Da war noch was versteckt? Okay. Tja, also wenn jemand von euch einen Knopf sieht. Sagt Bescheid. Hä? Das sollte ein Knopf sein? Okay. Ich habe nichts gesagt.
Das war natürlich offensichtlich. Na gut, dann machen wir mal die nächste Reihe hier. Wo haben wir den Kürbis versteckt? Da. Ein Schiff ist hier. Der Teufel ist da. Und ein Radio. Ja. Das ist es nicht. Das ist ein Radio. Und Klee. Klee habe ich hier gesehen. Ha! Tada! Und offensichtlich fehlt hier noch die 10. Haben wir's? Nee. Fehlt immer noch was? Wo soll denn hier noch was sein? Warum geht er nicht zurück? Hä? Das ist ja seltsam. Der ist doch... Eben ist das doch immer zurückgegangen, oder? Wenn ich fertig war. Dann gehe ich jetzt halt so zurück. Gucken, ob ich wieder reinkomme. Ja gut, das heißt, hier ist noch irgendwas. Hm, auch wenn ich nicht genau weiß, wo. Hast du hier noch was, Viech? Zeige dich. Kann ja eigentlich nur eine Zahl sein, die hier noch irgendwo ist. Oder ein Zeiger. Vielleicht auch eher ein Zeiger. Hm. Ja, der Zirkel dachte ich gerade auch, aber der ist es nicht. Wahrscheinlich ist hier irgendwo der Zeiger noch oder ein Zeiger versteckt. Klick, 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 klick. Gibt's kein Achievement für schnelles Klicken? Tja. Seltsam. Sehr seltsam. Was ist das hier? Ist das ein Tipp? Nein. Tipps gibt es offensichtlich nicht, oder? Ach, da. Was ist das denn jetzt? Was will ich denn jetzt da? Ich bin doch hier hinten. Blödes Dingern. Ja gut, dann tun wir halt so, als wäre hier nichts mehr. Und gehen erstmal wieder raus. Und gucken mal. Oh, was ist denn hier? Is missing rungs. I can't reach the cage. Das ist natürlich doof. Hm. Okay, jetzt müssen wir nach 5 Sprossen suchen. Hallo, Negi. Ich glaube fast, dass wir deshalb in dem Bild gerade drin waren. Wir haben die Sprossen noch nicht getriggert. Und ich meine, hier wäre eine gewesen. Nämlich hier. Und da. Deshalb schätze ich mal, dass das vielleicht deswegen noch angezeigt wurde hier. Das ist natürlich doof, wenn Sachen, die nicht getriggert sind, bis dahin tatsächlich dann einfach ohne Kommentar irgendwie rausfallen. Was haben wir denn noch hier? Da haben wir doch noch was. Tipps sind eigentlich an. So, da haben wir noch eine Sprosse. Und hier oben, da ist noch eine Zahl. Da ist ein Zeiger und hier ist auch noch eine Zahl. Und noch eine Sprosse. Sonst noch was? Da ist noch was. Ich glaube, da war noch eine Zahl versteckt. Okay. Haben wir da noch was hinter? Auch nicht. Sonst noch irgendeine Zahl? Auch nicht. Ich mache das Wimmelbildspiel noch kaputt. Ich glaube, das macht sich selber kaputt. Ich bin gespannt, wann das passieren wird. Okay, so. Was haben wir hier noch? Weiß nicht, aber es wird hier hingeblinkt. Das heißt, wir gucken nochmal. Ach ja. The ladder is missing rungs. I can't reach the cage. Wo hat er... Ach, da hat er den getan. So, dann geh doch mal nach oben. Ach, guck mal. Was für ein Zufall, dass hier auch noch Zahlen sind. So. Es fehlt noch genau eine Zahl und ein Zeiger. Den Zeiger haben wir schon mal hier. Wenn ich jetzt noch die Zahl finde, nämlich die 5, dann habe ich alles. Tja, zurück. Du hast Bohnen zumindest in Java.
Ich weiß nicht. Das Spiel ist ausgerechnet hier gerade logisch. Ich verstehe das auch nicht so recht. Gucken, ob es jetzt auch so logisch bleibt hier. Wir müssen Zahnräder einsetzen. Ich weiß nicht, ob das extra ist, dass hier die Form schon vorgegeben ist. Ist ein bisschen unlustig, so. Es sei denn, ich mache es falsch gerade. Wahrscheinlich mache ich es einfach falsch. Wo kommt das Ding denn hin? Da oben? Was ist das für ein Ding hier? Jetzt bin ich so verwöhnt, dass ich hier schon suche, wo was hinkommt. So, und da? Okay. Wow. Oh, schön. Nina, is that really you, or are you a spirit? Ich glaube, sie ist betrunken. It's really me, darling. You must give up your search. Go home without me. These forces cannot be reckoned with. Da hören wir bestimmt drauf, wenn wir schon hier sind. What are you talking about, Nina? Oh, John, I'm sorry, I didn't tell you the truth. Sie fremdgegangen? Mit dem Tod? Tschüss. War schön mit dir. Danke, dass du kurz Bescheid gesagt hast. Ach, wer bist du denn? How did you get here? Why did you call on my Nina? Answer, non-entity. Oh, guck mal, der hat aber schöne Zähne. Das scheint wohl ein Vampir zu Who are sein. you to interrogate me? I've come for my bride. Your bride? Fool! Step one foot in Sinister City and I'll gladly bite it off. Genau, es war sehr emotionsgeladen. Vielen Dank, dass du hier bist, aber nein, besuch I'm mich not leaving weiter. Without Nina. Tschüss. Then you must stay in the astral plane forever. Oh, ist doch schön hier. Ich habe jetzt endlich eine funktionierende Uhr, eine funktionierende Leiter. Was will ich denn mehr? Oh. Ich glaube, der Spiegel hat auch schon aufgegeben. Oh nein. Fliegende Teile schon wieder. Danke, war nett mit dir. Schön, dich gekannt zu haben. Okay, das If you wish heißt to come back and free your bride, you must unlock the mirror with the magic keys. Aufgabe: Öffne den Spiegel. Dafür haben wir jetzt 10 Spiegelstücke, die wir finden müssen, und 5 Schlüssel. Na, dann nehmen wir doch mal hier schon mal das eine mit. Und diesen Schlüssel hier. Da haben wir noch eine Scherbe versteckt. Da haben wir nichts hinter, da haben wir auch nichts hinter. Da auch nicht. Okay, haben wir hier noch? Was ist das? Was? Ach so, hier unten ist jetzt. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier unten jetzt schon wieder Sachen angezeigt werden. Ein paar Zirkel, ein Kompass. So, eine Flasche. Eine Maus, ein Fragezeichen, ein Frosch, eine Schleife. Und Pick. Der Graf, Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Der Fächer ist hier hinter. Der Tannenzapfen hier oben. Die Lupe hier unten. Der Pilz ist auch hier oben. Und die Schneeflocke. Und eine Laterne. Oh, und ein Schlüssel. Ah, schade, ich dachte, das wäre auch einer. Ah, da ist noch eine Scherbe. Ja, das läuft doch hier. Zurück. Danke. Sie hat gesagt, er soll verschwinden. Er sagt, wenn du sie befreien willst, musst du das tun. Logik. Ja, die sind halt sehr unentschlossen. Es hat immer so viele Meinungen, so viele unterschiedliche. Da läuft das immer nicht so richtig mit der Absprache. So. Vielleicht hat sie einfach keinen Bock und er will sie loswerden. Das kann natürlich auch sein. Hol sie ruhig ab, dieses Miststück. So, und damit es ein bisschen schwerer wird und nicht so auffällt, sagt er, hier macht er das Leben zur Hölle. Schön, dieser Grafikfehler gerade hier. Was war das? Weiß man auch nicht. So, da ist noch der restliche Schlüsselteil.
So, hier. Dann nimm mal, tu mal, mach mal.